den gar nicht mehr. Doch, da sehe ich ihn noch. Tschüss, Pazifik. Ciao. Hallo, die Berge von Chiapas. Wir fahren jetzt gerade durch diesen Korridor zwischen Pazifik und Golf von Mexiko und das ist quasi so eine flache Ebene, die sich da einmal durch ganz Mexiko durchzieht an dieser Stelle und halt relativ schmal ist und dementsprechend gibt es hier wahrscheinlich ziemlich viel Wind und dementsprechend gibt es hier so viele Windräder, das ist so krass, das müssen Tausende sein, das ist jetzt echt schon seit guten paar Kilometern fahren wir hier lang und die sind, boah, so viele Windräder, es ist richtig krass. So viele habe ich, glaube ich, echt noch nie gesehen. Und ich komme aus Norddeutschland. Heute Morgen haben wir jetzt die Pazifikküste verlassen. Wir sind alle wieder gesund und wohlauf. Im letzten Video hatten wir gezeigt, gab es irgendwie so ein paar Probleme. Ich hatte mir hier echt ganz gut, ich weiß jetzt nicht, ob man das sieht, ein Stecheisen in die Hand gerammt. Olga war krank. Kira war jetzt auch noch super krank die letzten 4 Tage, beziehungsweise halt seit gestern wieder richtig gut. Jetzt läuft sie hier wieder schön rum. Und jetzt sind wir tatsächlich schon in Chiapas, im nächsten Bundesstaat. Und hier haben wir wirklich einen richtig coolen Platz jetzt gefunden, wo wir übernachten können. Das ist an so einem kleinen See. Hier gibt es ein kleines Restaurant. Da hatten wir gefragt, ob wir hier parken können. Die meinten, jo, kein Problem, wenn ihr 100 Pesos zahlt. Gut, haben wir gemacht. Also 4 Euro zahlen wir hier jetzt, dass wir da stehen können. Ist aber ein richtig schöner Platz. Und ja, cool. Ui. So, nächste Mission für heute, eine Baskula, und zwar eine Waage. Haben ja ein, zwei Leute unter die letzten Videos geschrieben, dass wir viel zu schwer sind. Wir glauben nicht, dass wir viel zu schwer sind, aber wir wissen es nicht. Deswegen checken wir es jetzt mal aus und wiegen uns. Da. Ob die uns wiegen können. Aber ich denke schon, ne? Fufi? 50, ja. Der Mann guckt ziemlich witzig uns an. Nach dem Motto, was wollen wir hier? Ich bin schon gespannt auf das Ergebnis. Ja. Okay. Er fand das ziemlich amüsant, glaube ich. Ich weiß auch, ja. Der fand das gut. Okay, wir haben auf jeden Fall hier alles sehr, sehr offiziell bekommen. Und hier haben wir unser Gesamtgewicht. 2900 Kilogramm. Was nach meinen Recherchen tatsächlich nicht zu viel ist. Also ich habe online gesehen, dass man diesen Toyota Hiace
mit einem Gesamtgewicht von 3200 Kilogramm fahren kann. Ah ja. Also haben wir noch 300 Kilogramm lose. Ah ja. Oh, sieht gut aus, würde ich sagen. Also, kein Übergewicht, liebe Freunde. Jetzt sind wir in Tuchtla, das ist die Hauptstadt von Chiapas. Und eigentlich wollten wir hier nur irgendwie ganz kurz chillig durchfahren bzw. dran vorbeifahren, aber seit gestern Morgen leuchtet unsere Motorlampe orange. Und jetzt fahren wir einmal zum Toyota-Händler und die sollen das einmal auschecken, ob die das irgendwie auslesen können. Was da los ist, als wir den Bus gekauft haben, war da auch die Lampe an und dann waren wir aber beim Automechaniker und der hat das dann ein bisschen irgendwie wieder angepasst und ich meine, der Grund dafür war irgendwie der Katalysator. Keine Ahnung, mal gucken, was die jetzt dazu sagen. Gut, jetzt sind wir gerade bei der Toyota-Werkstatt gewesen und natürlich ja, brauchen wir einen Termin. Dann war das noch ein längeres Telefongespräch, in dem wir alle möglichen Dinge abgefragt haben. Aber die Farbe von unserem Auto, ja, sehr wichtig. Schlussendlich haben wir für morgen früh um 11 Uhr einen Termin und jetzt machen wir noch eine kleine Detour und zwar nördlich von Tuchtla gibt es ein Canyon mit ziemlich geilen Ausblicken und wir müssen jetzt hier einmal richtig krass da oben hoch in die Berge fahren. Das ist ein riesengroßer Nationalpark und da gibt es ein paar richtig geile Aussichten. Das machen wir heute noch und dann kann man sogar am Eingang von dem Nationalpark wohl stehen und parken und übernachten. Das machen wir und fahren morgen dann zum Toyota. Also, jetzt erstmal Canyon. Vorne hinter mir ist der Eingang zum Nationalpark. Wir sind jetzt wieder draußen und wir haben gerade gefragt. Wir dürfen hier sogar direkt stehen, da hinten die WCs benutzen und über Nacht hier bleiben. Richtig cool und morgen geht es dann zum Toyota-Laden, zur Werkstatt und dann checken wir, was mit unserer kleinen Guten hier los ist. Werden Linsen fürs Abendessen eingeweicht. Ja.
Ganz cool, hier gibt es echt an so gut wie jeder Straßenkreuzung oder an jeder Ampel immer so Leute, die so eine kleine Show machen. Immer irgendwie oft unterschiedliche Sachen, oft aber auch irgendwie so jonglieren, das ist relativ in. Ja, und dann machen die eine kurze Show und dann laufen die einmal kurz rum und sammeln Trinkgeld ein. Ich finde das eine gute Sache. Witziger Typ. Gracias, amigo. Sehr, sehr geil. Wir haben uns jetzt auch dazu entschlossen, direkt weiter nach San Cristobal zu fahren und da in die Werkstatt zu gehen. Und jetzt in diesem Moment sind wir gerade auf die Straße gefahren, die wir vor 2,5 Jahren auch schon mit dem Fahrrad gefahren sind. San Cristobal, 49 Kilometer stand da jetzt gerade. Da sind wir vor 2,5 Jahren an einem Stück gefahren. Also das war der Mörder. Da hinten noch irgendwie ein bisschen weiter gestartet, 55 Kilometer. Und ich glaube, irgendwie ja über 2000 Höhenmeter, ne? Ja, das war eine der härtesten Etappen. Ja. Von der härtesten Etappen. die härteste der härtesten. Genau. Also es sieht folgendermaßen aus. Wir haben uns für heute eine Mörder-Etappe vorgenommen. Wahrscheinlich eine der krassesten Etappen auf unserer ganzen Tour. Aber ich denke, es sieht ganz gut aus. Wir werden es, glaube ich, schaffen. Also wir haben uns vorgenommen, die 80 Kilometer bis nach San Cristobal vollzufahren. Und ungefähr, ja, ich glaube, es werden im Endeffekt knapp 2000 Höhenmeter werden. Stand der Dinge ist, wir haben 38 Kilometer. Wir fahren seit knapp 4 Stunden. Durchschnittsgeschwindigkeit 10 km/h. Und wir haben bereits 950 Höhenmeter. Und es ist 1 Uhr. Und jetzt, wow, düsen wir hier mit unserem Bus hoch. Wow, das hätte ich mir vor 2,5 Jahren auch wirklich nicht erträumen lassen oder nicht denken lassen, wenn mir das jemand erzählt hätte. Mit dem Bus und der Tochter. Mit Bus und Tochter düsen wir hier jetzt wieder lang. Wow. Verrückt. Verrückt. Aber schön. Und ja. Wir freuen uns schon auf San Cristobal. Ja, ist eine geile Stadt. Da gibt es ein paar schöne Sachen. Und da werden wir dann ein bisschen bleiben auf jeden Fall. Halt gucken, jetzt direkt in die Werkstatt fahren. Schauen, Finger was das cross, ist. Dass genau. Es nicht so schlimm ist. Wir haben gestern nämlich nochmal unseren Freund hier in Mexiko angerufen, der Automechaniker ist. Und der meinte, nee, geht bloß nicht zu Toyota, das ist viel zu teuer da. Die wollten für die Diagnose nur, dass sie hier ihr Auslesegerät reinstecken, schon 1500 Pesos haben, also 80 Euro ungefähr. 80 Euro, fulala. Ja, also ziemlich übertrieben. Deswegen fahren wir jetzt einfach da zu einer kleineren Werkstatt, der checkt das dann aus und möglicherweise ist das auch nur eine Kleinigkeit, weil das Auto fährt eigentlich wunderbar. Also ich kann nichts feststellen, hören, riechen, fühlen, dass irgendwas sehen, dass irgendwas nicht stimmt. Von daher wird es wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit sein, denke ich. Aber wir werden sehen. Jo, ab geht's. Wir können ja nochmal hier zwischendurch blenden wir nochmal ein paar Szenen ein von vor 2,5 Jahren. Wie wir hier uns hochgekämpft haben. Wie wir noch jung und knackig waren. Ja, damals. Ja, jetzt weißt du, wir sind auf Doping. Wir sind auf Doping. Obwohl eigentlich nichts los ist, haben wir uns ein bisschen Kütersalbe auf unsere Beine und Knie. Ja, weil es halt echt wirklich hilft gegen Muskelkater, gegen Zerrung und so weiter. Und ich habe das echt vor ein paar Wochen oder sowas gehabt. Da habe ich mir echt den. Ich hatte irgendwie, glaube ich, ein bisschen so Zerrung oder Muskelkater oder so. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich habe das echt genommen und ich habe das echt ein paar Stunden später gemerkt, wie viel krass besser das sich angefühlt hat. Und ja, weil wir heute halt eine ziemlich, ziemlich harte Etappe vor uns haben, nehmen wir das einfach mal prophylaktisch und hoffen, dass wir da dann gleich den. Nicht nachmachen. Den Berg hochrollen, genau. Nicht zu Hause nachmachen, genau. Musik.
letztes Mal sind wir halt, ich weiß nicht, ich glaube echt 8 Stunden oder sowas Fahrrad gefahren. Und jetzt sind wir, keine Ahnung, 1 Stunde oder sowas gefahren und wir sind hier gleich wirklich am höchsten Punkt, quasi kurz vor San Cristobal. Und da haben wir dieses eine coole Foto gemacht, wo wir es halt wirklich geschafft hatten, nachdem wir den ganzen Tag bergauf gefahren sind, 2000 Höhenmeter. Schauen wir mal, das müsste da vorne gleich sein und dann machen wir da auch wieder ein Foto. Schon eine andere Art zu fahren, so muss man ganz klar sagen. Boah, schon krass, was wir hier damals gemacht haben. Das an einem Tag, also boah. Geht schon gut bergauf, ziemlich krass. Ne, noch ein kleines Stückchen. Ja, da vorne glaube ich, da vorne. Ja, da. Ja, da vorne gleich. 66 Kilometer. 9 km/h Durchschnittgeschwindigkeit. 51 km/h Maximalgeschwindigkeit. Uhrzeit 17.53 Uhr. Höhe 2400 Meter. Insgesamt Höhenmeter gemacht heute 1845 Höhenmeter. Und 50 Meter vor uns ist der letzte Pass. Und der Typ überholt uns! No! So, das ist jetzt die wunderbare Hinterhofwerkstatt, in der wir sind. Und der Kollege hat gerade sein Auslesegerät angeschlossen. Und ja, wie zuerst auch schon vermutet, also es ist wieder der Katalysator, da stimmt irgendwas nicht. Aber er meinte, ja, das ist schon irgendwie okay. Und die haben jetzt gesagt, er soll den Code einfach löschen, dass die Lampe nicht mehr leuchtet. Problem gelöst. Nee, dass wir jetzt halt dann Richtung Cancun fahren. Und von da werden wir ein bisschen Pause machen und auch nach Deutschland kommen und dann kümmern wir uns quasi darum, wenn wir von da aus weiterfahren. Und sollte es doch jetzt noch vorher Probleme geben, dann suchen wir halt nochmal irgendwo anders einen Mechaniker. Aber ja, haben wir das jetzt für heute easy geklärt, würde ich sagen. Ich glaube, es ist gut. Gut, dann sind wir jetzt zu unserem Campingplatz und erkunden die nächsten Tage ein bisschen San Cristobal. Das kommt dann allerdings alles im nächsten Video. Wir sind auf jeden Fall super happy, dass wir das jetzt hier in dieser kleinen Werkstatt gemacht haben. Hey. Kira ist nicht so happy. Kira, düsen jetzt gleich weiter zum Campingplatz. Juhu. Auf jeden Fall haben wir mal eben 1400 Pesos gespart. Beim Toyota Center wollten die halt 1500 Pesos dafür haben. Ich weiß auch nicht warum, aber also der Typ hat jetzt hier sein Gerät reingesteckt. Das hat 5 Minuten gedauert und den Code gelöscht und fertig. ja, kein Plan. Gut, super. Ab geht's. Ab geht's.